Hallöchen meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Nebel der Sagen hat uns bereits beehrt und auch ich kann heute endlich das allererste Video mit euch teilen. Und zwar direkt mit meinen Favorite Boxen aus diesem Set. Einmal die Quajutsu X Kollektion und die Setra King X Kollektion. Ich finde, es sind tatsächlich die schönsten Boxen, alleine schon wegen der Promos. Aber da gehen wir jetzt genauer rein. Starten wir mit meinem Favoriten und zwar Setra King X. Das war damals schon in der zweiten Generation in der Kristall-Edition. Silber auch schon, aber Kristall war es nochmal besonderer. Und ja, ich glaube, das war die 8. Arena-Leiterin. Aber ja, diese Drachen-Arena-Leiterin mit ihrem Setra King. Und hier haben wir diese wunderschöne Promokarte in einer alternativen. Schaut euch das an. Wunderschön. Ich weiß nicht, wie ihr das findet. Welches ist eure Favoritenkarte aus diesen zwei Boxen? Setra King, wie ist, was ist das? Ein Wasserfall hoch, schwimmt bei Nacht. Wunderschön. Aber ich finde, die kleinen Promo-Holos sind auch nicht zu unterschätzen. Dieses derpige Seepa mit diesem wunderschönen Galaxy-Foil, nach wie vor immer noch mein Lieblingsfoil bei Promos. Und Seemon dürfen natürlich bei der Entwicklungsstufe auch nicht fehlen. Sehr, sehr gut gelungen. Und wir haben 5 Booster des Nigelnagel-neuen Set. Also, ich finde es sehr, sehr cool, dass sie das Set in den Farben der Gefährten, also lila und grün und schwarz, gehalten haben. Ich muss aber ehrlich sagen, ich fand die in den Spielen schon nicht coolen, also die Gefährten. Und jetzt die Farbkombi in dem Set selber ist nicht so meins, aber hey, was soll's, ne? Das kann ja nicht alles immer perfekt sein, aber ich finde es schön. Es ist sehr, sehr passend zum Thema. Und meine absolute Wanted-Karte aus diesem gesamten Set, was ja nicht sonderlich groß ist, Gott sei Dank, ist Zoroa Art Rare. Was für eine wunderschöne Karte. Grundsätzlich haben wir hier wunderschöne Karten drin und ich hoffe, oh, hier haben wir Seemon sogar direkt nochmal. Okay, das finde ich ein bisschen schade. Da hätte man auch ein anderes Artwork von Seemon nehmen können. Evoli, perfekt. Direkt ab in den Binder damit. Ein Eisenfalter. Wildes Artwork, ich mag das. Oh, ich hoffe, mein Video ist jetzt nicht völlig wirr. Es ist sehr laggy in der Aufnahme. Ich hoffe, bei euch ist es nicht so. Janinas Geheimkunst. Silvaro, auch sehr, sehr starkes Artwork. Zwirrlicht. Und wir haben diese besonderen Reverse-Artefakte, will ich hier schon fast sagen. Sehr, sehr cool. Ich glaube, noch ein bisschen spannender hätte ich es gefunden, wenn in diesen, sind das Hexagone, der Typ gewesen wäre und nicht nur ein Pokéball. Aber sowas gab es ja auch schon oft. Deswegen finde ich schön, dass sie was Neues ausprobieren. Scharfax auch hier mit dem Holopattern. Hello there. Wir gehen direkt rein mit Akromas Beharrlichkeit. Schön, erste Full Art First Pack Magic. Ich weiß, ich bin ein bisschen spät dran mit dem allerersten Video, mit dem Auftakt vom neuen Set. Aber ihr seid bestimmt schon wieder Kostoso, das hatten wir eben am Anfang auch schon. Ihr seid bestimmt schon fleißig reingegangen in das Set. Deswegen schreibt mir gerne mal euer bisheriges Packlog in die Kommentare. Wie findet ihr das Set? Habt ihr euch drauf gefreut? Oder skippt ihr das? Quaffwaff in Reverse. Komm schon, eine Art Rare fühle ich. Nee, aber der Bounce, den fühle ich auch. Sehr, sehr süß und simpel. Und eine Zoroark in Holo. Eine Art Rare wäre schon schön, wenn wir die noch ziehen würden. Einfach, ich meine, wir haben gleich noch ein Quajutsu, die Quajutsu-Box, die wir auch noch öffnen werden. Iskala aber erstmal auch wieder mit diesem wunderschönen Artwork. Bounce. Seepa, okay, auch hier die Non-Holo-Variante. Silvaro, da haben wir den Akromas wieder. Oh, no way! Eisenfalter, Felinara Reverse. Das ist eine sehr, sehr schöne Karte. Sehr interessant. Gut! Und Scharfax Art Rare mit den kleinen beiden Milzer. Sehr, sehr hübsche Karte. Erste Art Rare in einer Box, finde ich sehr, sehr gut. Und nochmal ein Kabutoro. Auch lange nicht mehr gesehen, den Boy. Boah, ich hoffe wirklich, dass das Laggen, dass ihr das nicht seht, dass es im Schnitt mir gleich nicht den letzten Nerv raubt. Das wäre sehr, sehr ärgerlich. Wir haben eine Knatdox, Absol, Schafax, Zwirrlich, die Artware-Reihe ist auch sehr, sehr stark. Cassiopeia, Hypno, Akademie bei Nacht, Akademie bei Nacht in Reverse und Iskala Reverse und na, Cresselia. Die Artware von Cresselia finde ich auch sehr, sehr, sehr gut. Und Infamomo, wer von euch hat den DLC gespielt? Ich muss sagen, der DLC rund um Infamomo war sehr, sehr lustig. Also ich habe den wirklich sehr genossen. War was anderes, war eine gute Abwechslung. Genesekt, die Nachttrage. Die kann man nur benutzen, wenn es Nacht ist. Bei Tag geht es nicht. Zoroa Reverse und Zoroark T
direkt hinterher. Das war Last Pack Magic für Setra King. Gehen wir rein ins nächste Schmuckstück. Quajutsu, Froxy und Amphiesel im Dreiergespann. Let's go. Und hier haben wir diese wunderschöne Quajutsu EX. Schaut euch das mal an. Was für starke Artworks. Boah, also wenn sie das jetzt öfter in diesem Stil und Design raushauen, auch die Farben, das werden ziemlich coole Karten werden. Und passend dazu, natürlich, ich dachte gerade eben, das sind Printlines, aber das ist, ich musste mich gerade nochmal vergewissern, der Regen, der auf Froxy niederprasselt und Amphiesel gehört natürlich auch dazu. Und wieder 5 Booster gehen wir mit Benezaru zuerst rein. Das Artwork haben wir doppelt und starten mit Traumato, Sepalgen, Golbat haben wir auch noch nicht gezogen, Milza, Kyurem, sehr stark, die Nachttrage, Iveltal. Oh, gefährlicher Laser. Okay, sehr cool. Das aktive Pokémon, das Gegner ist jetzt verbrannt und verwirrt. Nett und auch nervig. Kriechflügel in Reverse und ein Zwirfitz-Tolo. Stark, so kann es doch weitergehen. Gehen wir direkt ins zweite Benizaru-Pack. Vielleicht bringt der Boy uns hier Glück. Quaff-waff. Arboretos oder auch 4 Arboretos. Okay, wildes Artwork. Absol. Hundemon. Oh, der hat auch eine sehr, sehr starke Art-Rare. Kettenmochi, Galamaniro, die Nachttrage schon wieder. Ich glaube, die will uns was sagen. Osaluna, Blutmond Osaluna, starkes Pokémon. Christian Holo, leider nur eine Holo. Ich finde, seit Karmesin und Purpur kann man nicht mehr sagen, immerhin eine Holo, weil man hat immer eine Holo drin. Wir haben Sepp. Ich muss kurz die Tür öffnen. Ein paar Sekunden später. Okay, ich hoffe, ich habe hier jetzt nichts gespoilert. Oh je. Ein Sepa, Kupfanti, Zubat, auch sehr, sehr interessantes Artwork. Evoli again, von dem kann man nicht genug haben. Silvaro, Kriechflügel, Xeros Machinationen. Okay. Veluzzi, auch noch nicht gesehen. Und, oh, ein Seemon in Reverse. Jetzt haben wir die Reihe komplett. Knattertox EX. Können wir auch in Terra Full Art ziehen. Ah ja, ich bin leider nicht so der Fan von dieser Karte. Auch nicht die Full Art Terra Karte. Next Booster! Wen von den Gefährten findet ihr eigentlich am besten? Also ich muss ja sagen, ich finde keinen von denen wirklich cool. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, dann wohl noch Beatori. Evoli again! Also der Birdie, der auch gerade auf dem Artwork war. Kyurem, komm, gib uns unser Zoroark. Oh, Evoli Reverse direkt zur Seite. Zoroark Reverse und Blutmond Ursaluna. Ah! Hey, es muss immer ein Banger kommen. Komm, jetzt hier eine Altart von den Gefährten. Das wär's. Das wär schön. Oder noch eine Fullart. Einfach eine Pokémon Fullart. Seemon. Arboretos. Am besten von Infamomo. Die finde ich nämlich am besten. Hohndämon. Come on! Calamanero. Felinara. Cassiopeia. Calamanero, komm schon! Na, dolle Wurst. Oh! Es gibt Reverse-Energien? Und ich, Ehrenlose, wusste das nicht. Ich habe so die erste Energie noch angeguckt und dachte mir, ah ja, da ist nichts. Aber ist ja nicht jede immer Holo. Einfach wie bei 151. Ja, cool, auch noch 4 Reverse-Energien. Das ist schon irgendwie ziemlich cool, oder? Ich mag's. Sorry an alle, die bis jetzt gedacht haben, sie guckt die Energie nicht an. Ich hab's gesehen. Ja, was haltet ihr vom neuen Set, meine Lieben? Habt ihr es euch geholt? Werdet ihr es euch holen? Falls nicht, schaut gerne in die Videobeschreibung. Dort kommt ihr zu meinem Partner, den Battlebären. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal.